Hallo, Hallöchen, liebe Leute. Hier bin ich wieder, euer Lasse. So, ja, letztens waren wir hier bei, wie heißt man das, Paladin Dance, Tanze, hast du nicht gesehen? Und mit dem sollten wir ja zu dieser Fabrik da hinten gehen. Ich habe mich jetzt, habe ich mich? Ja, ich habe mich, soweit es geht, leer gemacht. Und würde sagen, dass wir jetzt mal die Quest anstreben und mal ihn da besuchen und gucken, was er macht. Und wie gesagt, mir ist noch aufgefallen, er hat ja gesagt, weite Strecken soll man nicht in Kauf nehmen und da, bis dahin, das ist doch ein Witz, ganz im Ernst. Alleine Brauerei oder so, und ich nehme jetzt mal beiden von den Punkten an, ne? Hier unten bin ich sogar noch weiter gewesen. Backstreet, ihr lest's. Von hier bis oben hin und ich lebe immer noch, aber dieses Muttersöhnchen. Naja, meckert ja trotzdem rum. Ah, nichts weiter fern, ist alles viel zu. Viel zu gefährlich. Merkt man, dass ich ihn nicht so richtig mag? Ich hoffe ja. Der kommt mir nämlich etwas komisch und großkotzig rüber. Und wegen, ich weiß alles. Mich, Junge, ich war vor 100, 210 Jahren schon in der Armee. Alte Schule, Mann. Alte Schule. Was ist jetzt hier drinne? Sieht friedlich aus. Nein, hier kommen viele Gegner. Wenn ich sage, es sieht friedlich aus, dann wird wahrscheinlich hier der Himmel über mich hereinbrechen. Deswegen, hier kommen ganz, ganz viele Gegner, ganz Es bestimmt. waren Firmen wie diese hier, die den letzten Nagel in den Sarg der Menschheit schlugen. Sie nutzten die Technologie für ihre eigenen Zwecke aus. Sie steckten das Geld ein, ohne sich Gedanken über den Schaden zu machen, den sie angerichtet hatten. Oh, was haben sie denn gemacht? Man, das sind die, die hier nuklearen Raketen gezündet haben oder entwickelt haben oder was? Naja. Tü-tü-tü-tü. Hier rein. Da hinten ist eine Tür. Komm ich. Naja. Ui, hier Sieh dir gab's eine die Nummer Schlacht. an. Wie es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert. Sehr froh, das sind alles Protektrons. Ja, das ist gut, das sehe ich. Die Party verpasst. Scheint, als hätten wir die Party verpasst. Das ist eine übereilte und dumme Einschätzung. Sieh dich mal um. Nirgendwo ist auch nur eine Patronenhülse oder ein Tropfen Blut zu sehen. Die Roboter wurden von Synths des Instituts angegriffen. So meine ich das gar nicht. Was sagt ihr, dass es Synths vom Institut waren? Was sind überhaupt Synths? Das ist schon meine Frage hier. Können auch Nahkampfdingens gewesen sein. Mit Party verpasst meine ich, ich habe keine EP gekriegt dafür, dass ich die Typen umgenetzt habe. Weichei. Synth? Bedeutet das nicht so viel wie Roboter? Sie sind ein Missbrauch von Technologie, erschaffen vom Institut, ausgeborgen, die die Menschheit verbessern sollen. Das ist nicht hinnehmbar. Wir dürfen nicht zulassen, dass so etwas existiert. Menschheit verbessern ist doch gut. Nehmen wir mal an, du hast durch einen Motorradunfall oder sonst irgendwas deinen Arm verloren. Und sind, wie gesagt, synthetische Menschen kann ich jetzt darunter nur vorstellen. Keine Ahnung, wie die Dinge dann später aussehen. Nee, aber das ist doch gut, wenn, sag ich jetzt mal, wie gesagt, durch einen Motorradunfall dein Arm weg ist. Also nicht das, aber ich rede das mal zu Ende. Und Es wäre dann schön, wenn kommen. du was sagen würdest. Halt die Fresse. Reicht dir das? Und die würden deinen Arm durch so einen Roboterarm ersetzen, den du selber steuern kannst. Ist doch gut. Oh, hatte Angst vor Sünds. Hört sich an, als hättest du Angst vor Sins. Es besteht ein eindeutiger Unterschied zwischen Angst und fehlender Vorbereitung. So, gehen wir weiter. Fehlende Vorbereitung. Ist eine super Taktik. Fehlende Vorbereitung, Vorbereitung überhaupt. Und dann läuft er hier rum mit seiner dicken Knarre und stößt sich erstmal ins Getümmel. Das hat man gesehen bei deiner Polizeistation. Auch einfach nur dargestanden, dass das die ganze Zeit drauf gefeuert hat. Ja, mit Grazilität und ja, umstehen und. Oh, schön, der hat noch was. Und gezielt die Leute umbringen. Oder Ghouls, was er sagt. War ja nicht wirklich, ne? Dass er deine Leute verrecken lassen. Der eine ist tot und der andere, der hat sich ja den Zeh gestoßen oder so, wie ich das genannt hatte. Das war auch keine Glanzleistung von denen. Ihr seid fast verreckt, wäre ich nicht gekommen. Das meine ich wirklich ernst. Ich hab den irgendwo schon derbst den Arsch gerettet. Ne Pimpe. Prümpel, Pimpel. Gibt's einen Unterschied? Tü-tü-tü-tü-tü-tü.
liegt hier so wenig Zeug rum? Besser gesagt, so gut wie gar nichts. Hat schon einer hier aufgeräumt gehabt. Eieieiei. Nicht mal kaputter Bleistift. Scheint eine Sackgasse zu sein. Such nach einem Weg, die Tür zu öffnen. Ich schaue mich in der Zwischenzeit hier ein wenig um. Der Mülleimer. Aber er ist... Ja. Ist das? Okay. Guck ich gleich. Ist auch noch einer. Ach ja. Ah, alles klar. Ordner. Hau ab, Junge. Eh nichts. So, bevor es hacken wird, ich sagen, speichern wir mal kurz. Ach, ein Wecker. Ist zu gut geschützt. Oh nee, komm schon. Das erknack ich sicher nicht. Doch, schaffst du. Zu gut geschützt. Nein, setz dich ran. Das schaffe ich nicht zu hacken. Tu, was ich sage, Computer. Hilf mir mal. Paladin. Sei still. Ihr wimmelt es nur so vor Feinden. Halt doch selber die Fresse! Los, weiter. Wir reden später. Nein, jetzt. Keine Zeit für Fragen. Wir müssen weiter. Das ist doch ein schlechter Scherz. Muss ich jetzt wirklich aufleveln? Irgendwas mit Computerskillen? Muss ich das? Ich will nicht. Plan B! Erinnerung, Passwortsicherheit. Wir sind ja nicht erinnern, ist eine Passwörter für Terminal zentral, bla 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 bla, kein automatisch, bla bla bla. Passwortänderung, Aufwand. Sehr schön. Ich überfliege das gerade nur so ein bisschen. Tab. Warte mal, seht ihr Passwortänderung. Mal gucken. Okay, hier hat sich was getan. 3-monatige Auslöse 9YB3N. Die Nachricht wurde automatisch erstellt. Nee, meine Fresse. 9YB3N. 9YB3. Das jetzt? Oh, zum Glück. Ist das erforderlich? Oh, ist das eingetragen? Ja, komm. Ist jetzt offen? Keine Gefangenen. Oh. Hallo. Hallo. Ich will nur speichern, deswegen habe ich mir kurz verkrümelt. Yeah, ich habe einen angeschossen und einen getötet. Ich habe ihn ganz alleine angeschossen. Ganz alleine getötet. Das sind's? Ja. Krass, vor allem die Augen. Ist da jemand anwesend? Ja, Taktik, ne? Macht doch schon. Zum Glück bin ich da nicht hingegangen. Ich hab jetzt eine wirkliche Sekunde überlegt, ob ich den helfe, aber. Er macht das mit seiner Taktik schon. Ja, Bruder. Da ist ein paar für mich übrig. Haben die Eiswaffen? Extrem cool aus. Schlagstock. Die zurück in die Hölle, die wurden gebaut. Na gut, in Futurama gibt es ja eine Roboterhölle. Gibt es in einer Traumwelt? Sowas gibt es gar nicht. Das sind viele. Ja, der geht. Na, nicht trinken. Ach. Die Typen looten. Jetzt Vorsicht, gut. Schützturm, okay, das haben sie auch kaputt gemacht. Ich habe damit irgendwie gedacht, dass ich vielleicht auch mal ein paar Kills kriegen könnte.
Er geht ja rein und macht ja alles kaputt. Ein Stückchen weiter, oder? Geht doch. Geschafft. Fuck yeah. Oh! Oh ja, genau, erschreck mich zu Tode. Oh Gott, ey. Ich habe jetzt ehrlich gedacht, er bräuchte einen höheren Hacker-Skill. Zum Glück hat sich das dann doch noch ins Gute gedreht. Plan B. Plan B, Jungs. Und Mädels, ich habe keine Ahnung, wer alles zu kommen. Hat aber noch gegen irgendwen oder irgendwas gekämpft. Kämpft. Ich kann nicht rüber? Ich versuch's nochmal. Na, wenn ich renne, dann springt er nicht. Na. Vielleicht oben rum. Wolltest du hier rein? Die verdammten Zwins haben sich hier überall festgesetzt. Der wollte hier rein. Och, bitte mach nicht wieder einen auf Rambazamba. Ich will auch ein paar Kills kriegen, um aufzuleveln. Das habe ich gesehen. Warum wurde das jetzt rot angezeigt? Ich meine, wen soll ich da bitte bestohlen haben? Ich glaube, die Leute, die hier sind, den Tesla. Okay. Ich glaube, die Leute, die hier mal gearbeitet haben, denen ist das ziemlich wurscht, weil. Was ist weg hier? Das ist nur noch eine Ruine. Steckst du manchmal nicht drin? Ein Sperrenexperte. Das Ding kann ich nicht hacken. Wenigstens ist das nicht unbedingt. Experte. Oh. Nein, 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 nein. Drogen, ja, okay. Och, du sollst rausgehen. Tab. Verlassen. Okay, nach oben. Klick. Ja. Ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass da Kleberband bringt. Wie viel? Ein Kleber, ein Stoff. Egal. Kleber ist Kleber. Kleber brauchen wir. Kleber ist super. Sogar ohne meine tollen Aktionen, wo ich hier rüberkommen wollte, rübergekommen. Die Kleber ist immer gut. Den brauchen wir auf jeden Fall für unsere Waffenmods. Ich bin sogar abgeneigt, jetzt mein Scharfschützengewehr hier noch weiter aufzumodden, weil der Schaden geht wirklich einigermaßen. Aber es ist halt immer noch zu wenig. Und das sind nur so eine zusammengebaute Knifte und ich denke mal, dass wir da noch wesentlich bessere finden und ich möchte nicht Kleber und die ganzen anderen selteneren Materialien hier reinhauen. Weil, ja, normale Knarre wahrscheinlich noch mehr Schaden macht, wie dieses Ding. Die werden wir wohl auch noch finden. Sieht ja aus dem Anfang. Okay. Tür nicht aufsperren müssen, aber Paladin Danse. Er findet das wohl leichter. Oh, Müllheim habe ich dich übersehen. Jetzt wenn ich übersehen habe, da ist. Schön für dich. Wenn ich übersehen habe, da war nichts drin. Vorsicht, da vorne ist ein Geschütztürmer. Danke, dass du mich darauf hingewiesen hast, dass du hingehst und einfach irgendwas machst. Gott, ist der doof. Aber das ist wieder das typische NPC-Verhalten. Ich wette, den kannst du nach der Mission vielleicht auch noch mitnehmen oder so eine Scherze. Macht doch gut Schaden, so wie ich das hier alles sehe, aber er ist mir zu, ja, stürmisch. Hm. Naja, macht doch erstmal alles kaputt. Hier lang? Geschlossene. Naja, ich habe alles abgeschlossen, ja. Das sieht mir alles zu. Wie soll ich sagen? Hm. Doch? So sehr nach Dingens aus. Nach richtiger Weg und dein steht da schon. Na also. Ja, verursacht Dauer 5 mehr schon. Schön. Deswegen gucke ich mich jetzt bis zur Tür um, dann gehe ich runter und gehe den anderen Weg, weil. Looten und so, ne? Golduhr. Golduhr ist gut. Bringt Schraum und der eine Typ hat gesagt, dass sie eine Menge wert ist. Vielleicht kann ich es mal für gut Geld verkauft, aber.
Vielleicht sind mir Materialien auch lieber. Halt mal. Der war hier. Ist hier durchgegangen? Ich dachte, der war gerade ausgegangen. Es gibt nur den Weg nach hier. Ach, Lachsack, Lachsack, Lachsack. Also schon spät, wo ich aufnehme, bitte verzeiht mir den einen oder anderen Ausrutscher. Der da noch? Glaube nicht. Entsperren. Mal gucken. Und das kann. Ray und Copy. Null Treffer. Raus. Ja. Ich bin gut. Ne. So. Ja. Find noch mehr Sachen, wo du taktisch vorgehen musst, die dann einfach über den Haufen ballern. Genau wie die Polizei in der USA. Halt, stopp! Bewegen Sie sich nicht! Ja, genau die gleiche Vorgehensweise. Glück habe ich auch nochmal nach hier geguckt. Nein! Ach komm schon. Cool. Ja, Schrottblende. Das gilt. Hey, Hirnpropist. Naja. Kann ich auseinanderschrauben. Immerhin. Gerade gewundert, was es sein mag. So, hier komme ich her. Hier habe ich reingeguckt gehabt. Hier runter bin ich gerade gegangen. Das heißt, es geht hier weiter. Ziehe ich eigentlich meine Waffe nicht? Das war mit Feinden, so ich das mitgekriegt habe. Da. Okay. Ist das noch einer? Ja, das war noch einer. Hier ist Danse durchgegangen. Das hat mir wirklich den Namen ein bisschen zu doof ausspreche, aber ich kann den Typen nicht wirklich ernst nehmen. Gut. Da jetzt so viel Plunder mit da drinne, da habe ich gar nicht definieren können, was jetzt was ist. Schöner Ausblick. Ihr habt da irgendwas dabei ist, was man brauchen kann oder nicht? Jetzt was? Nein. Geht's hier runter oder? Nope. Kann ich gleich aufmachen. Boah, da hat sich jemand die Hände gewaschen. Pff, gründlich. Einsetzen möchte ich nicht. Zigarettenautomat. Pümpel. So. Hier waren viele Geschütze. Der ist krass. Alles kaputt. Gott, wie viele Kammern gibt das denn hier? Ich sehe es kommen, ich bin gleich wieder überladen. Gucken. Ja, viel ist es nicht mehr. Jedenfalls nicht mehr so viel. Geh doch raus. Da ist nicht mehr aktuell. Alter, habt ihr das Datum gesehen? Als Zielen. Hier. Der ist verdammt alt. Ich frage mich, warum der noch nicht verfallen ist. Da was drin, ne? Ne, sah gerade so ein bisschen danach aus, muss ich ganz ehrlich zugeben. So. Hallo? Okay, der wartet dann. Cola.
nicht so viel trinken dürfen. Na. Aus unserer lieber Danse hier. Der Triebwerkskern ist vor uns. Das dürfte okay. Unser letzter Halt sein. Geh vor. Pass auf, wo du hintrittst. In diesem Bereich scheint der Strom ausgefallen zu sein. Bist du lieber auf mit deinem taktischen Vorgehen? Auf den Arsch. Gibt's hier was? Sieh dir das mal an. Die Gelehrten könnten sich hier ewig austoben. Gelehrten, das klingt so. So altertümlich, nach Antike schon fast. Die Gelehrten. Wir müssen weiter und versuchen, die Stromversorgung in der Anlage wiederherzustellen. Das ist ja nichts weiter wie eine Turbine. Irgendwie voll ins Mittelalter und Antike zurückgefahren, aber in so einer fetten Rüstung hier rumlaufen. Muss es ein Notstromsystem geben. Schau dich mal im Wartungsbereich neben dem Hauptraum um. Ich bleibe hier und halte uns den Rücken frei. Mach ich, Meister. Alles zu seiner Zeit. Da auch eins? Oh ja. Ist hier Aufzug? Nee, ich habe gesehen, dass da oben der Aufzug endet. Und wir haben aus unseren Fehlern gelernt. Genauer gucken. Was ist das denn? Junkshit. Okay. 40 Schaden! Genial. Ich habe wieder so einen sexy Bauarbeiterhelm gefunden. Das Ding ist bestimmt alles schwer. Ja, 24 können wir noch, also Gewicht können wir noch mit uns nehmen. Ansonsten war es das. Knopf aktivieren. Keine Ahnung, was das heißt, aber ich speichere auf jeden Fall, wenn ich jetzt hier irgendwas Besonderes gefunden habe oder so. Vielleicht auch jetzt, weil der angegriffen werden kann. Knopf für Motor schon aktivieren. Ja, noch nicht. Brauchst mal diesen Eimer. Ich soll auch dahin. Mal zu. Nein. Geh mal auf. Danke. speichern. Das sieht aus wie Öl. Wenn das einmal entflammt, dann war's das. Ich weiß nicht. Ach, ich speichere gerade etwas öfters. Na komm. Ray, Fold. Das wär's. Okay. Synergie aus. Licht das? Gucken, wie es abtriggert. Geschlossen. Gibt sich zum Kontrollraum. Energieversorgung des Triebwerkskerns wiederhergestellt. Okay. Triebwerk betankt und bereit zur Zündung. Okay, mal gucken, was passiert, wenn ich hätte. Befehl angenommen. Starte 5 Sekunden Countdown. 5. Okay. Das ist aber lange, 5 Sekunden. 3, 2, 1, 0. 2. Das dauert eine Sekunde, 3 Sekunden. 1. Gucken, was gleich passiert. Triebwerk wird gezündet. Stirbt der dann? Ja. Mag ihn zwar nicht, aber ich möchte dann trotzdem, ja. Nochmal neu laden. Abgeschlossen. Die Effizienz des Triebwerks liegt bei 96,7%. Mir jetzt böse. Oh mein Gott! Alles in Ordnung? Die Flammen haben mich ganz gut erwischt, aber an meiner Powerrüstung ist noch alles dran. Das Wichtigste ist, dass wir noch leben und dass wir an den Sender kommen. Okay. Ah, ich habe hier was gesehen.
Kommst du hier nicht rein? Na komm. Und bitte sei nicht voll gelootet jetzt. Voll. Ach, ihr wisst, was ich meine. Und ich sag's noch. Paladin Dance. Okay, sichere deinen Bereich und sei leise. Hau ab! Fusionszelle. Wenn ich irgendwas mit Fusion jetzt gelesen habe, das Fusionskern ist. Ich möchte mal kurz was gucken. Na! Ein Stempel. Ui! Das ist um einiges mehr Munition. Oh, den da hinten habe ich noch nicht. Oh, dieser Schneckengang. Ne, den hatte ich tatsächlich noch nicht. Hm. Ich habe doch jetzt eigentlich die ganze Energie abgezogen, oder? Indem ich den Fusionskern rausgenommen habe. Kann denn hier noch was sein? Ah, ah. Sag mir nicht, ich muss jetzt mit dem reden oder sowas. Es ging schnell, mein Freund. Was heißt Freund? Dance? Genug geredet. Wir haben einen Job zu erledigen. Ich muss doch runter. Ich habe da irgendwas übersehen, glaube ich. Er kann auf jeden Fall die Teleport-Attacke. An mir kommt keiner vorbei. Was? Du machst das. Ich vertraue dir. Fing kannst du ran. Danke, Captain Obvious, das weiß ich. Du brauchst keinen. Willst du mich verarschen? Ich habe jetzt gedacht, ich muss hier hin. Das zeigt mir doch den Aufzugsknopf, oder? Ich geh jetzt einfach hoch. Ich bin gerade zu doof. Was? Den Hochleistungs. Ich bin so langsam. Tut mir leid, Leute. Ja, eindeutig. Ich habe was gedacht, der meinte jetzt irgendwie wieder im Kontrollraum. Hallöchen. Tschüss. Ja, ja, ich fahre jetzt nach unten. Umgehen. Jetzt zeigt's mir da hinten das an. Ach, Spiel. Hallo, Danse. Was macht denn? Schade, ich würde die gerne alle selber umbringen. War auch, glaube ich, vorher nicht hier, oder? Nein, war er nicht. Der hatte irgendwas Besonderes bei sich. Oder auf jeden Fall was Aufgewerteteres. Kein Wunder, hier war ich auch noch nicht drin. Ist ein Ventilator, den würde ich gerne mitnehmen. Sorry, Leute. Oh, hau ab! Hm. Warum kann ich diese Stehlampen nicht mitnehmen? Das verstehe ich halt nicht. Ja, die sehen auch alt und ranzig aus, aber hier ist alles alt und ranzig. Und irgendwie kann ich mit allem, was alt und ranzig ist, was anstellen. Komisch, komisch, komisch. Ich gehe gleich da hoch, keine Angst. Bin nur noch schnell hier. Ja? Gott, ey, ich bin sowas von überladen. Nach der Folge bringe ich erstmal sämtlichen Schrott wieder weg. So wie es aussieht, weil ich so langsam bin, wird die Folge auch ein kleines bisschen länger.
Na, hier liegt noch ein Sint. Hochleistungssender. Verschwinden Sie von hier. Wir fahren mit dem Wartungslift an die Oberfläche. Hm, machen wir das mal. Wie viel habe ich jetzt an Gewicht? Ach du Scheiß. So. Heide Witzke. Ja, wir. Ich alleine. Hm? Mhm. Ja, ja. Paladin Dance? Nein, geh weg. Wir reden später. Nein, wir reden gar nicht. Der Bunker sieht sauber aus. Weiter geht's. Geh erst mal vor und sei ganz taktisch und schieß alles über den Haufen. Aber wir sind ja draußen. Das heißt, ich hab die Mission wahrscheinlich... Er hat gut gefeuert. Ich hab die Mission wahrscheinlich gleich abgeschlossen, kann speichern. Und dann weg hier. Tralalalali, tralalalalala. Er wartet schon so heißbegierig auf mich. Und war ein Dingens, oder? Ja, yep, da kann ich dann das ganze Zeug reinklatschen. Falls es jetzt wirklich zu Ende sein sollte. Ich denke mal schon. Nicht, dass ich jetzt noch an den Sender muss, dann muss das irgendwie einstellen oder so. Davon habe ich keine Ahnung. Ich konnte nicht mal das Terminal hacken und den anderen Computer. Naja, ranzugehen. Das hätte besser laufen können. Aber immerhin haben wir die Mission erfüllt. Ja. Besser? Ich finde, es lief doch super. Wir waren nicht aufmerksam genug. Wir wurden mehrfach überrascht. Das ist nicht akzeptabel. Mit deiner Waffe hatten wir aber genau den Vorteil, den wir gebraucht haben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Mission allein hätte abschließen können. Natürlich nicht. Das war's dann wohl. Nicht unbedingt. Es gibt allerdings noch zwei wichtige Dinge zu besprechen. Sag an. Zum einen werde ich dich für deine Unterstützung während dieser Operation entlohnen, sobald du mir den Sender gibst. Ich denke, diese Waffe wird dir sehr nützlich sein. Was holen dir? Das ist meine persönlich angepasste Version des Standard-Lasergewehrs der Bruderschaft. Okay. Dir im Kampf gute Dienste leisten. Gibt er mir das jetzt? Rechtmäßige Herrschaft, cooler Name. Kritische Treffer verursachen doppelten Schaden und der Balken für kritische Treffer führt sich 15% schneller. Nett! Das ist gut. Ehre dir. Brauchst du das nicht? Danke. Nicht nötig. Nicht genug. Nee, das ist okay. Ich wurde gespeichert? Ich könnte vielleicht... Wollen wir mal raffgierig sein? Wollen wir das mal? Nur mal gucken. Ein Gewehr? Da geht ja wohl noch mehr. Im Moment kann ich leider sonst nichts entbehren. Du solltest dir angewöhnen, etwas dankbarer für das zu sein, was du bekommst. So, und was die zweite Sache angeht. Ich möchte dir ein Angebot machen. Wir hatten da drin mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Unsere Operation hätte durchaus in einer Katastrophe enden können. Aber du hast einen kühlen Kopf bewahrt und dich wie ein guter Soldat verhalten. Mhm. Ich bin fest davon überzeugt, dass du das Zeug hast, um der Bruderschaft beizutreten. Nicht so taktisch verhalten wie du, ne? Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Du könntest den Rest deines Lebens durchs Ödland ziehen und deine Dienste für mickrige Belohnungen anbieten. Ha. Oder du trittst der stählernen Bruderschaft bei und bewegst etwas in der Welt. Also, was meinst du? Du sprichst ja mit dem General der Bruderschaft. Ach, nicht der Bruderschaft, den ich beschreibe. Der Minuteman. Ich denke eher nicht. Nein, ich muss weiterziehen. Das ist schade. Nun, wenn du es dir anders überlegst, du weißt, wo du uns findest. Viel Glück. Ich hab doch gerade Nein gesagt. Level up! Yay! Ich kann ja da oben das Ding verstauen. Das ist gleich das Gebäude. Gut, dann werde ich das jetzt zwischen den Folgen, wie gesagt... Jetzt ein Polizei... Bestimmt nicht. Wie gesagt, ich möchte dann aber erstmal diesen Part beenden und zwischen den Folgen dann halt das ganze Zeug zusammenklamüsern, das Zeug jetzt da hinten abladen, in einem kleinen Päckchen dann hier herreißen, das wieder holen und ja, das ganze Zeug auseinanderfriemeln. Diese Waffe, die wird mir, ich denke mal, gute Dienste leisten. Davon werde ich erstmal von den anderen wieder ein paar Sachen abbasteln und ja, an die modifizieren, weil mit der möchte ich dann lieber rumlaufen, weil doppelter Schaden und sowas ist... Das klingt nett. Egal. Bis dahin, auf Wiedersehen, euer Lachsack.